is fighting out of the blue corner, entering the ring, wearing blue trunks with silver trim, hailing from Baltimore, Maryland, he weighed in at 224 pounds. His record stands at 35 wins, 3 losses, 29 big wins, coming by way of knockout. He is currently ranked the WBC number 3 contender. Ladies and gentlemen, please welcome the former heavyweight champion of the world, introducing Haseem the Rock Rothman. And his opponent across the ring on my right, ready to fight out of the red corner, entering the ring wearing red trunks with purple trim, representing his hometown of Atlanta, Georgia. He weighed in at a ready 216 pounds. His record, 37 wins, 5 losses, 2 draws, with 25 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's true warrior. Here is the one and only 4-time heavyweight champion of the world, introducing Evander the Real Deal Holyfield. Once again, it is our referee in charge. Now the instructions, Tony Orlando, 12 rounds of boxing schedule. Professional fight. You watch your heads, watch your low blows. Listen to my commands at all times. When you touch gloves, go back to the corner, wait for the bell. Da klettert Bowie Fischer aus dem Ring an seinem Geburtstag, an seinem 75. Geburtstag, um genau zu sein, der neue Trainer von Haseem Rockman, die graue Eminenz. 12 Runden sind angesetzt. Blaue Hose Rockman, rote Hose Holyfield. Ich will meinen Jab etablieren. Haseem Rockman hat das so gesagt. Er muss versuchen, mit seiner Führhand Evander Holyfield auf Distanz zu halten. Er hat die längere Reichweite. Er muss sie ausspielen, wenn er hier auf Dauer eine Chance haben will. Evander Holyfield, einer der besten Konterboxer, die es im Schwergewicht je gegeben hat. Also auch im Rückwärtsgang immer brandgefährlich. Gute Rechte von Holyfield. Wie hat Rockman diesen K.O. gegen Lennox Lewis verkraftet? Sich tief ab, Rockman, und Holyfield dreht sich dann raus. Gute Rechte von Rockman. Ja, beide versuchen hier schon mal in der ersten Runde natürlich zu zeigen, wer auch in den kommenden Runden hier wohl der Chef im Ring sein wird, sein will.
dann endlich mal die doppelt geschlagene Führhand von Rockman, die Bui Fischer so vehement fordert. Und der linke Haken zweimal. Oh, die linke ganz knapp nur vorbei. Holyfield mit guten Treffern. Cutman Miguel Diaz und der Mann links im Bild, wie gesagt, Bui Fischer, der Mann mit der dicken Brille. Ein Schleifer, wie Hazim Rockman ihn nennt und gesagt hat, das war das schlimmste Trainingslager, das härteste im Training, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und es musste auch viel mit Disziplin gearbeitet werden, denn Herr Rockman isst gerne viel und auch etwas ungesund. Und Bui Fischer hat den gesamten Käse gestrichen, weil Herr Rockman alles ganz gerne mit Käse überbackt. Und das war nun also nicht erlaubt und deshalb ist er jetzt auch so leicht wie seit Jahren nicht. 101,6 Kilogramm und Holyfield 97,9 Kilogramm. Von Rockman, dann der Konter von Holyfield. Dieser linke Haken kommt immer gut. Johnny Orlando dazwischen. Er ist sehr anfällig für den linken Haken von Evander Holyfield. Immer da auf die dicke Narbe, die Rockman seit einem Autounfall hat. Wieder links. Schiebt sich da gut ran und dann kam ganz kurz die Rechte, kam nicht vor den Ziel. Aber noch merkt man Holyfield hier das Alter nicht an. 39 Jahre, er wird 40 diesen Oktober. Also das, was da von links kommt, von Holyfield, das sollte Rockman doch Kopfzerbrechen bereiten. Er steht meistens da, muss diese Schläge voll nehmen und da ist einiges an Wucht dahinter. Bei Holyfield, Cheftrainer Don Turner. Okay.
kurz und schnell. Bing, bing, bing. Holyfield soll so schlagen und bei Rockman soll es im Kopf so klingen. Tief atmen, nochmal die Anweisung in beiden Ecken. Zuschauer hier in Atlantic City. Ja, kurz weggerutscht und dann musste Rockman da ein bisschen halten. Klasse, wie Holyfield sich da reindreht, um links ins Ziel zu kommen. Jetzt die rechte wieder. Rockman in Schwierigkeiten. Jetzt dreht Rockman sich raus und beide halten. Holyfield hat natürlich gelernt, mit seinen Kräften zu haushalten. Wenn man das genau beachtet, der kommt immer so 30, 40 Sekunden am Stück. Und dann gönnt er sich wieder eine kleine Pause, um wieder zu Kräften zu kommen. Schön zum Körper. Er versucht, die Deckung noch weiter nach unten zu ziehen, um noch besser wieder mit links durchzukommen. Die rechte ebenfalls im Ziel. Gute Runde für Holyfield. Rockman hält, sucht die Lücke. Hat die guten Treffer von Holyfield immerhin weggesteckt. Wackelte einmal kurz, aber ist jetzt wieder voll dabei. Immer wieder die Linke. Ein hohes Tempo. Ja, du musst die Initiative ergreifen. Du darfst nicht zulassen, dass Holyfield hier immer die ersten Aktionen macht. Die Fischer will, dass Rockman mehr mit der Führhand den Kampf bestimmt. You can't be careless coming off the break. Okay, you got to have your hands up, baby. You got to have them up. No vacations, Rock. After exchanges, lower level. No vacation. Der wichtigste Schlüssel für Hazim Rockman zum möglichen Sieg ist die Führhand. Er hat eine gute Führhand, einen guten Jab, aber er setzt ihn noch ein bisschen zu sparsam ein. Thank you.
Rammer versuchen, nah ranzukommen. Immer versuchen, in den Clinch zu gehen. Azim Rockman sucht noch die richtigen Mittel. Ja, sind beide mit den Köpfen aneinander gestoßen. Man sagt Holyfield nach, er sei ein bisschen unsauber in vielen Attacken. Oft so, dass man das von außen gar nicht so genau sehen kann. Da wird ein bisschen mit dem Kopf in Richtung des Gegners genickt im Nahkampf. So kleine Kopfnüsse, die da verteilt werden. Mal ein bisschen mit dem Ellbogen. Das haben viele Boxer bemängelt. Gute Rechte. Holyfield ist ein unglaublicher Arbeiter. Er hat so viel gemacht für seinen Erfolg, hat früher sogar Ballettstunden genommen, um eine größere Geschmeidigkeit in die Beinarbeit zu bekommen. Unterwassertraining, um die Muskeln zu schonen. Alles so Feinheiten, die ihm vielleicht auch im etwas höheren Boxeralter dann noch zum Vorteil gereichen. Ja, nachgeschlagen von Rockman. Nicht bösartig nachgeschlagen, aber das sind so diese kleinen Nicklichkeiten. Wieder der Versuch der Rechten. Die kommt zu weit. Ja, kommt die der Rechte, bekommt er nicht unter. Azim Rockman und im Infight weiß er nicht so ganz genau, was er machen soll. Da schlägt Holyfield immer noch ein bisschen mehr. Kopf bewegen. Überhaupt beweglich bleiben natürlich. Ja, hier sieht man nochmal, die Schläge von Rockman kommen nicht so präzise wie die von Holyfield. Die fünfte Runde. Also bislang liegt Holyfield nach Punkten vorne. Aber es sind 12 Runden angesetzt. Gute Kombination. Explodiert da förmlich. Links mehr angetäuscht, dann die Rechte hin. Er hat deshalb gut ins Ziel gebracht und Rockman versucht zwar mit einem leichten Tiefschlag irgendwie den Rhythmus stören von Evander Holyfield. Der boxt sich hier langsam richtig gut rein.
Johnny Orlando geht jetzt immer sehr schnell dazwischen. Wenn beide im Infight stehen, springt der dritte Mann sogleich dazu. Man kann die Wucht der Schläge richtig hören. Ja, wieder beide mit den Köpfen da zusammengestoßen. Viel Arbeit für Tony Orlando. Gute Rechte. Aber Holyfield bleibt da nicht schuldig. Wieder eine gute Kombination. Es läuft gut für Holyfield. Die rechte höher halten. Höher halten, damit der linke Haken nicht pausenlos ins Ziel kommt. Und weiterhin mit links arbeiten. Das fordert Huey Fischer gemeinsam mit Nassim Richardson. Und das waren die Schläge, wo man schon am Klang erkannte, wie hart sie waren. Die sechste Runde. Auf 12 Runden angesetzt. Die WM-Ausscheidung zwischen Evander Holyfield. Rote Hose, 37 Siege, 5 Niederlagen. Vierfacher Ex-Weltmeister im Schwergewicht. Und Hazim Rockman. Einmal Weltmeister im Schwergewicht gewesen. Beide würden es gern nochmal werden. Wieder mit links und nochmal die rechte hinterher. Rockman kommt nicht weg. Keine klaren Treffer jetzt. Und Holyfield braucht wieder eine kurze Pause. Voll reingelaufen. Von Rockman kommt besser. Okay.
wühlt sich wieder rein. Kaum eine Chance für Rockman, mal wirklich eine ganze Runde zu bestimmen. Es bleibt Stückwerk. Bei Evander Holyfield wurden ja 1994 Herzprobleme diagnostiziert. Don't do that. You want to hustle that last 20 seconds. You understand? Okay. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Mann, der mit so viel Herz kämpft, Herzprobleme hatte oder gehabt haben soll. Ja, du musst viel mehr arbeiten. Tim Hellmark, sein Konditionstrainer, und Jim Thomas da mit in der Ecke bei Evander Holyfield, aber Cheftrainer immer noch Don Turner. Also weiterhin viel arbeiten, vielleicht auch mal ein bisschen Kraft rausnehmen, nicht immer alles versuchen, alles in einen Schlag legen, sondern mehr arbeiten. Und damit dann womöglich auch die Punktrichter zu überzeugen. Melvina Nathan, John Stewart, Steve Weisfeld. Stehen hoch in den Ranglisten der Verbände. Der Sieger dieses Kampfes wird die neue Nummer 2 der International Boxing Federation. Nummer 1 ist Chris Bird. Das ist wieder so, diese Holyfield am Boden. Aber wird nicht angezählt. Tony Orlando sagt nur weggerutscht. Das war diese Situation wie im ersten Kampf gegen Lennox Lewis. 3-4 Mal mit der Führhand, um dann die Rechte hinterher zu bringen. Orlando sagt nur ausgerutscht. Ich bin mir da nicht so sicher. Sport. Bestätigt das die alte Boxer Weisheit, angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten, oder war Holyfield gar nicht angeschlagen? War es ein Schlag oder war es ein Kopfstoß? Die Beule oben links bei Hasim Rockman. Aber das schwillt da langsam, aber sicher vor sich hin, und er fasst sich da oben an die Beule. Viel Arbeit für Miguel Diaz, den Cutman in der Ecke von Rockman. Und da geht Tony Orlando mit. Man schaut sich das auch an. Eine klasse Runde. So, und da sieht man diese Riesenbeule. Ja, mit dem kalten Eisen versuchen, das Blut da wieder zurückzudrücken. Oder zumindest, dass das nicht schlimmer wird. So, und hier nochmal die Szene. Also die typische Rockman-Szene. Hinterher gehen, nein, das ist schon die Szene danach.
waren die guten Haken von Holyfield, nachdem er kurz am Boden war. Und da sind beide mit den Köpfen aneinander gestoßen. Man sieht das aber, ob das jetzt wirklich die Szene war, wo es zu der Beule kam, ist schwer zu sagen. Da waren auch gute Treffer drin, also das kann man nur im Kaffeesatz lesen. Also auf jeden Fall kann man jetzt schon attestieren, ein klasse Kampf. Immer wieder der linke Haken von Holyfield. Holyfield sucht das Ende. Aber da war das Break-Kommando dazwischen. Deshalb beschwert sich Rockman jetzt auch. Man sagt, dieser Holyfield, der kämpft wirklich mit Haken und Ösen. Ja, schön umgezogen noch die Rechte von Holyfield. Und er versucht sich dann aus der Umklammerung zu befreien und weiterzumachen, aber diese Beule, oh wei, oh wei. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Da wächst ihm beinahe eine zweite Stirn und da schaut jetzt auch Orlando hin. Und Rockman versucht sich wegzudrehen, damit er da gar nicht genau sehen kann, was da passiert ist. Aber das ist nun wirklich eine Riesenbeule. Schauen Sie sich das an. Oh, wow, wow. Ei, ei, ei. Was sagt da der Ringarzt? Dr. William Latham. Ja, ich kann weitermachen, sagt Rockman. Das sagen die Boxer meistens. Was sagt er? Tony Orlando steht auch dabei. Das sieht nicht gut aus. Das wird immer größer. Da kann man fast dabei zuschauen, wie das wächst. So, jetzt wird besprochen, Tony Orlando will, dass jetzt hier auf die Punktzettel gegangen wird. Bespricht das mit dem Commissioner, mit Larry Hazard. Dann würde man nachträglich sagen, dass das ein Kopfstoß gewesen sei. Der Kampf ist aus, aber Holyfield hat noch nicht gewonnen. Tja, da wird das Regelwerk jetzt ein bisschen in die Richtung gedehnt. Ja, normalerweise muss man natürlich vorher anzeigen, dass das da ein Accidental Headbutt war. Das kann ja auch ein Schlag gewesen sein. Also ich habe keine Szene gesehen, bei der man eindeutig hätte feststellen können, dass das ein Kopfstoß gewesen sein soll. Die Regeln sagen ganz klar, wenn es ein Accidental Headbutt war, also ein Unfall, dann würde man jetzt auf die Punktrichterzettel gehen. Aber war es denn ein Unfall? Das ist das große Fragezeichen. Ein Schlag ist kein Unfall. Wenn es ein Schlag wäre, dann hätte Holyfield jetzt gewonnen durch technischen K.O. Aber nun werden die Punktrichterzettel eingesammelt. Ich glaube trotzdem, dass das für Holyfield reichen muss. Die erste Runde Rockman, danach Holyfield, drei Runden. Die sechste vielleicht nochmal an Rockman, aber grundsätzlich hat Holyfield mehr Runden gewonnen. Aber ist klar, mit dem Ding kann man nicht weiter boxen. Also wenn sowas aufplatzt, das möchte ich nicht aufwischen. Die Gesundheit der Boxer geht auf jeden Fall vor, deshalb ist das eine völlig richtige Entscheidung. Man kann über die Art und Weise jetzt ein bisschen zweierlei Meinungen haben. Da wahrscheinlich im einen, aber auch im anderen Fall Holyfield den Kampf gewinnt. Muss man nicht allzu lange diskutieren, aber ein kleiner Beigeschmack bleibt da dennoch. Vielleicht kann man es aus dieser Szene sehen, aber da war die Beule schon da. Ja gut, die haben beide viel mit den Köpfen gearbeitet.
Aber zu sagen, dass es aus so einer Szene entstanden ist, in dieser Szene war es ja schon eine Beule. Von daher können das nicht die Szenen sein. Holyfield hat stark angefangen, hatte klasse Treffer mit dem linken Haken vor allen Dingen. Ein paar gute Rechte auch von Hazim Rockman. Aber insgesamt hat mich Holyfield hier doch sehr viel mehr überzeugt. Es wird gerechnet, es wird gezählt. Und dann wird nochmal, ich sehe das gerade, Larry Hazard blättert dann nochmal im Regelwerk, werden angefangene Runden jetzt mitgezählt, ja oder nein? Eigentlich ja, aber das handhabt ja jede Kommission in jedem Staat der Vereinigten Staaten auch so, wie sie es wollen. Hier also die New Jersey State Athletic Control Board, also das New Jersey State Athletic Control Board. Schlimm wäre und schade wäre, wenn es jetzt ein Unentschieden gäbe, weil das auf den Punktrichterzetteln unentschieden stünde. Das wäre nun wirklich bitter. Und das hätte dieser gute Kampf nicht verdient. Aber ein sehr gutes Punktgericht. Es gab da gerade ein Ranking der Punktrichter, die international mal eingestuft wurden. Und die drei, die hier heute am Ring sitzen oder saßen, die gehören zur absoluten Top-Kategorie ihrer Zunft. Melvina Lathan, John Stewart, Steve Weisfeld. Besser geht's kaum. Tja, ist natürlich nicht zufrieden. Hätte sich da auch noch ein bisschen mehr erwartet. Hätte ein klares Urteil sich gewünscht, einen K.O. Natürlich am allerliebsten. Das gleiche gilt für Rockman. Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, mit so einer Beule kann man wirklich nicht weitermachen. Das ist dann wirklich gesundheitsgefährlich. Das kann, glaube ich, auch das Auge noch in Mitleidenschaft ziehen. Ich bin kein Arzt und eine Ferndiagnose ist da immer schwer. Aber besser ist es so auf jeden Fall. Und da stehen sie jetzt zusammen, die wichtigen Herren. Und rechnen und zählen und lassen nochmal gegenrechnen. Und die Polizei klettert auch schon in den Ring, um da vielleicht zu verhindern, dass es hier kleinere Probleme mit den Zuschauern gibt. Jimmy Lennon Jr. steht bereit. Er hat einen Zettel bekommen. Mal hören, was drauf steht. Ladies and gentlemen, this bout has been stopped at 1 minute 40 seconds in round number 8 due to an accidental headbutt. Our position at ringside, ruling that Rockman, suffering from a severe hematoma, is unable to continue. Therefore, we go to the scorecards. Judge at ringside, Steve Weisfeld scores about 69 to 64 in favor of Evander Holyfield. Judge at ringside, Melvina Lathan scores about 67 to 66 in favor of Hazim Rockman. Judge at ringside, John Stewart scores about 69 to 64 in favor of the technical decision winner, Evander, the real deal, Holyfield. Evander Holyfield also der Sieger. Ein technischer Punktsieger.